Hallo und willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Fokusland-Channel. Ich habe euch ja im letzten Video schon die Top-Bundesliga-Spieler gezeigt und jetzt brauche ich mal ein komplettes Bundesliga-Team für meine Meinung nach, also was für ein Team ich in der Weekend League spielen würde. Natürlich sagt der eine oder andere, nee, der ist besser, aber ja, ich gehe einfach nach meinem Spielstil und so werde ich auch dieses Wochenende auf der Xbox zocken. Schaut auf jeden Fall vorbei. Das Video ist präsentiert von unserem Partner Zürich Versicherung, denn gemeinsam machen wir euch fit für FIFA 21. Ja, wir haben hier sehr viele teure Spieler. Ja, viele, ich glaube hier vor allem die Silberspieler werden überraschen. Aber ja, wir haben unsere Starspieler Davis, Klostermann, Zakaria. Die habe ich glaube ich schon gezeigt, neben Top 5 Spieler Douglas Costa. 5 Sterne Skiller wird mein wichtigster Mann sein. Das ist auf jeden Fall mein, ja, auf den ich mich verlassen werde. Mit denen habe ich schon eine Weekend League ein bisschen angefangen. Vorne Haaland, Bebu. Bebu, neue Karte, 94 Tempo. Es geht nichts über Pace, DRB 95 Tempo mit 7 Chemie. Aber in der Bundesliga gibt es keinen richtig kranken Rechtsmittelfeldspieler und keinen kranken Rechtsverteidiger, außer man hat Mukiele gemacht, den ich natürlich nicht gemacht habe. Wenn man Mukiele gemacht hat, dann spielt man natürlich nicht Juice. Ja. Dann spielt man Upamecano, Konate kann man noch da spielen. Aber ich habe schon mit dem jetzt ein paar Spiele gemacht, auf der PlayStation, auf der Xbox. Ich feiere den einfach. Es geht nichts über Pace, diese Defensivwerte sind nicht mal so wichtig. Ja, ich habe 85, 86 Pace auf der Innenverteidigung. Die werden schon, ja, gut Damage anrichten und der hat auch 90 Pace. Ihisibue. Kimmich, das ist die zweite Schwachstelle, glaube ich, in der Bundesliga, zweite ZM. Ja, da musste man Goretzka spielen oder so, aber da gibt es noch keine krassen Karten jetzt. Kimmich wird seinen Job machen, glaube ich. Ja, hat eine solide Karte, dribbeln, Pace fehlt ein bisschen, Körper. Ist ein bisschen klein, aber der wird seinen Job machen. Auf der Bank haben wir noch Sané, Guerrero, der überall spielen kann. Der kommt auch, also den wechsle ich für Kimmich ein, auf zentrale, im zentralen Mittelfeld. Und dann habe ich noch Wamangituka. 5 Sterne Skiller ist immer nice als Einwechselspieler, egal was für einen Abschluss der hat, bisschen den Gegner nutzen. Machen wir ein Spiel und gucken mal, ja, wer enttäuscht. So, unser Gegner hier mit Neymar, Mbappe. Wie schnell geht das denn? Hä? Warum konnte man sein Team 3 Sekunden nur sehen? Davis, erster Run. Man sieht schon, Davis unfassbar stark. Alles klar, Gegner will hier rausspielen, ich presse den zu Kimmich. Hab nichts gesagt, Kimmich, bester Mann. 1-0 hier. Der Gegner wollte ein bisschen mit mir spielen, ne? Ich glaube, der weiß gar nicht, gegen wen er zockt. Ich zocke auf Xbox mit Fake-Account. Stark Kloster, Mann. Schlecht verteidigt. 1-1. Guter Gegner hier. Diaby, wir gehen auf Abstauber, klappt gut. Tuan, Douglas Costa mit rechts, nimm mal mit. Stark von Klostermann, Davis jetzt, wir gehen wieder mit dem nach vorne. Ach du Scheiße. Haaland geht. Boom. Das ist Haaland, einfach schicken schießen, ne? Der kann sich nicht drehen, der kann nicht gut passen, dribbeln wirklich auch nicht. Einfach schicken und schießen. St. Juste. Oh, sehr glücklich das Tor. Sehr, sehr glücklich, wie der die Bälle da einmal bekommt. Halbzeit 3-2 für mich, man sieht hier 11-3 Schüsse. Ja, ist eigentlich sehr souverän, trotzdem 2 Tore kassiert. So, ich lock hier einen Spieler ein. Costa, Haaland. Boah, das war schön. Uff. Zakaria. Patrick Vieira schlägt wieder zu. Wir gehen wieder auf Abstauber. Fast geklappt. Einfach mit rechts schießen. Kein Problem. Ob mit rechts, links, lange Ecke ist immer eigentlich drin. Machen wir ein paar Meter mit Kimmich. Doppelpass, schade. So,
Doppelpass, Doppelpass. Rückraum, bam, 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 bam. Hm, 6-3, Spiel ist vorbei. Wir spielen einfach noch ein bisschen jetzt hin und her. So, Spiel vorbei. Ich gewinne hier 6-4. Mit dem Team hat es echt Spaß gemacht zu zocken, finde ich. Ja, was soll man sagen? Am Ende hoch verdient gewonnen, glaube ich, 15 zu 4 Schüsse. Er hat, glaube ich, alle 4 Schüsse da reingemacht. Ein bisschen nachgelassen natürlich am Ende. Wer mich wirklich überrascht hat, war Kimmich. Wirklich sehr, sehr gutes Spiel gemacht, muss man sagen. Auf der 6 hätte ich nicht erwartet. Vor allem mit Ball war der echt gut. Zakaria ohne Ball der Beste. Ja, wirklich die 3, die sind halt sehr, sehr teuer. Diese 4 hier links. Und die machen auch den Unterschied am Ende, ne? Die gewinnen jeden Zweikampf. Ja, das sind meine Lieblingsspieler aus der Bundesliga. Die haben was Silberspieler, muss man aber nicht spielen, Jungs. Also wirklich, wenn ihr Mukiele habt, dann könnt ihr hier auch Akanji, Upamecano, Konate. Die machen auch ihr Job. Bebu unfassbar schnell, Diaby, guter linker Fuß, Costa 5 Sterne Skills. Haaland ein bisschen, ja, Stoßstürmer. Mangel an Alternativen, würde ich sagen. Ja, und hoffentlich hat euch das Video gefallen. Schreibt gerne Kommentare, wenn ihr noch so mögt aus der Bundesliga. Vielleicht habe ich ja jemanden übersehen. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein! Tschüss!